Die Reise durchs ganze Saarland mit der Firma Reformhaus Escher. Hier ist die Frau Verena Schmidt. Guten Tag, Frau Schmidt. Hallo, guten Tag, ich grüße Sie. Genau, Sie arbeiten jetzt hier in Saar Louis für das Reformhaus Escher auch schon ein bisschen länger? Ja, wir sind in Saar Louis schon seit über 10 Jahren, sind letztes Jahr erst umgezogen in ein neues Ladenlokal, das ich Ihnen gerne zeigen möchte. Genau, alles ist hier neu, die Galerie Kleiner Markt, die erkennt man kaum wieder, oder? Das ist wahr. Viele Kunden sagen auch, sie hätte sich manchmal zum Nachteil verändert. Das heißt, es ist aber jetzt alles ganz, ganz modern, es ist schick. Es ist so grauer Boden, den man jetzt hier hat, mit allem drum und dran. Es ist alles ganz neu gemacht worden, aber ich sag mal, im Zuge der Zeit, so der eine oder andere sagt aber auch schon, es ist echt toll geworden, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also es kommt sehr gut an bei den meisten Jüngeren. Die Älteren hängen so ein bisschen dem Alten, wie es früher war, so nach. Ich zeige es mal kurz, hier ist hier Schild dran. Das war so nicht so ganz klar, als ich eben reingekommen bin. Hier steht auch oben UG, da ist der Rossmann jetzt drin, da ist jetzt der Kick und natürlich die Firma Escher, das Tabakstübchen und Hanna Nails, die darf natürlich auch nicht fehlen. Genau, die sind auch recht neu. Ihre praktisch super Nachbarn, die Rossmänner, die sind jetzt neu dabei. Die sind seit 2 Wochen da, genau, ja. Genau. Natürlich auch toll für Sie, ja. Das heißt, man hat jetzt einen richtigen Pool an Sachen, die man auch zu Hause braucht, oder? Zum Beispiel, wir brauchen auch nicht mehr weit, wenn wir was für das eigene Geschäft brauchen, brauchen wir auch nicht mehr so weit. Deos oder, genau, Fotos, es gibt ja 1000 Sachen. Der ist recht bekannt, der Rossmann, der ist da hinten, genau. Da waren Sie früher drin, gell? In dem waren wir früher, genau, das war früher unser altes Ladenlokal. So, und hier ist das Neue, es erstrahlt in absolut tollem Glanz, also es ist eins der modernsten Ladenlokale, die ihr habt, gell? Ja, ist auch sehr schick gemacht und ich finde auch von der Innenausstattung ganz toll. Da ist das Fenster, das heißt, jetzt ist natürlich im November, drehen wir 2017, da ist das Thema Gesundheit und Erkältung, Sie haben mir eben schon erzählt, ja, es gibt unglaublich viele Leute, die jetzt erkältet Kunden, sind. Kunden, die schon ganz viel erkältet sind, die auch schon richtig da niederlagen und ja, froh sind, wenn wir ihnen ein bisschen helfen können mit unserer Naturarznei. Klasse, das Reformhaus, Sie haben es eben kurz erwähnt, also viele Leute sagen, oh, das ist so ein bisschen, vielleicht ein bisschen altbacken, was ist ein Reformhaus überhaupt und so weiter. Es ist alles genau das Gegenteil, jeder Fall. Es ist unglaublich modern, die Leute sind nett, sind ganz freundlich, ganz, ganz hell ist es hier. Ja, das stimmt, das kommt auch sehr gut an und wir bekommen eigentlich nur Lob, weil es wunderschön ist. Und viele einfach nur mal durchgehen und sich umschauen wollen, weil es ihnen einfach von der Optik her so toll gefällt. Genau, einfach mal durchlaufen. Wir hatten das letzte Mal gedreht in Neunkirchen, richtig, genau. Ich bin erst seit 7 Jahren im Saarland, so die ganzen Namen. Aber ich muss sagen, es ist noch mal ein bisschen geräumiger als in Neunkirchen. Neunkirchen ist etwas kleiner vom Ladenlokal her, ja. Ah ja gut, hier gab der Platz halt eben mehr her. So, jetzt ist die Weihnachtszeit ja da, hier haben wir den Tee-Adventskalender. Ja. Was ist das für ein Produkt? Das sind 24 unterschiedliche Teesorten. Jeden Tag eine neue Teesorte, die man ausprobieren kann. Echt? Ein perfektes Nikolausgeschenk, wie ich auch immer finde. Für 3,99 €, ja, da ist es da. 3,99 €, Toppreis. Einfach mal mitnehmen, das heißt, Sie haben 24 Teesorten, die ich ausprobieren kann. Ja. Also wir haben es ja das letzte Mal schon ein bisschen vorgestellt, aber das Reformhaus, das steht eigentlich für was? Wie würden Sie das mal so in kurzen Worten zusammenfassen? Einfach für Natürlichkeit, Gesundheit, einfach dem Körper was Gutes tun und sich auch hier wohlfühlen während des Einkaufs. Genau, es gibt 5000 verschiedene Produkte, die Sie hier haben. Zumindest war es in Neunkirchen so. Und bei Ihnen auch wahrscheinlich nicht weniger. Palette, genau. Und es kommt immer was Neues dazu, aber Gott sei Dank geht auch das eine oder andere wieder raus, sonst würde irgendwann die Kapazität gesprengt werden. Genau, also ich kann jedem nur empfehlen, mal ins Internet zu gehen, die es nicht haben. Wir haben ein ganz großes Video über Neunkirchen gedreht, wo wir also über 1 Stunde lang den ganzen Laden mal erklärt haben. Ja. Also es gibt eigentlich im Bereich Gesundheit und Wohlfühlen, Wellness, gibt es nichts, was sie nicht haben, oder eigentlich? Richtig, genau, jawohl. Es ist für jeden was dabei, auch für jeden Geldbeutel was dabei, für jung und alt und auch jeden Geschmack. Also Hut ab, ja, dieser Laden ist richtig toll. Ist toll geworden. In der Galerie Kleiner Markt hier in Saar Louis, hier sieht man die Teesorten, die sind natürlich total cool hier auch interpretiert, hier in diesen tollen Boxen. Tollen Dosen, ja, den füllen wir auch selbst ab. Echt? Das machen wir? Ja, füllen wir selbst ab. Das heißt, und ich könnte dort 200 Gramm haben oder auch 100 oder 50? Zum Beispiel, ja. Würden wir gerne für Sie machen. Prima. Kräutertee-Reihe für die Insel. Ja, wir machen heute eine ganz besondere Form. Wir machen jetzt mal einen kurzen Rundgang, etwas kürzer, dass wir das mal zeigen hier in der Galerie Kleiner Markt. Und dann machen wir Einzelproduktvorstellungen. Gerne, ja. Heute haben wir das Thema Gesundheit, aber Erkältung. Weil es ja schon so viele erwischt hat. Und da wollen wir halt eben mit unseren Produkten die etwas Linderung schaffen. Genau. Wie lange machen Sie den Job schon? 20 Jahre. Echt? 20 Jahre? Habe aber früher in den alten Drogerien noch gelernt. Also bin gelernte Drogistin. Okay.
Das hilft auch manchmal, ne? Ja, auf jeden Fall. So, die Bananenchips dürfen nicht fehlen. Also gehen wir ganz kurz durch. Hier sind natürlich, ich darf nicht zu lange stehen bleiben. 100% Frucht, Geschmack pur. Geschmack pur, einfach klasse, ja. Da gibt es aber auch eine entsprechende Brotaufstriche, die vielleicht ein bisschen anders sind als die großen, die man kennt, von die man Nutella, sage ich mal, oder Nuspli und so weiter. Die auch nicht gerade so süß sind, aber vom Geschmack her halt eben auch was drin ist, einfach von den Zutaten gesünder sind. Etwas intensiver teilweise. Ja, also hier oben sieht man es. Was wir auch haben, sind tolle Honige aus dem Saarland. Echt? Ja, hier von der Bliesgau-Mühle gibt es in größeren oder auch in kleinen Gebinde, wenn jemand nur alleine Honigesser ist oder für kleine Haushalte, finde ich die kleinen Gebinde einfach klasse. Genau, hier vorne haben wir, was haben wir hier? Kaffee. Kaffee, jawohl, von der Kaffeerösterei Plaisir, die ist in Schwalbach-Elm. Der junge Mann, der Herr Schneider, röstet das ganz alleine zu Hause bei sich in der Rösterei in Elm. Und da der Arme, ganz alleine. Ja, und da habe ich einfach mal unseren Chef gefragt, den Herrn Escher, sollen wir da nicht mal Kaffee probieren? Und der ist für solches immer gut zu haben. Und der schmeckt lecker? Der schmeckt total lecker. Hanfsamen. Wer den einmal getrunken hat, mag keinen anderen mehr. Echt? Ja, ehrlich. Der ist wirklich klasse. Müssen Sie mal probieren. Okay, das heißt, die Sachen, die auch hier stehen, die sind teilweise auch von euch verschuldet, hier, die ihr arbeitet. Ja, wir dürfen auch immer so ein bisschen was einbringen. Wenn wir Ideen haben, freut der Chef sich eigentlich immer, wenn wir irgendwo nachfragen. Also unsere Videos stehen ja für Authentizität. Das heißt, also wir sind eigentlich dafür verantwortlich, dass die Sachen, die wir zeigen, ehrlich sind und echt sind. Ja. Würden Sie sagen, dass Sie alles, was Sie hier verkaufen, dass Sie da dahinter stehen? Da stehen wir 100% dahinter, ja. Und wir haben, sage ich mal, von den Produkten, ich mal zum Beispiel, 95% auch schon alles ausprobiert. Echt? Ja. 5000 Produkte. Oh Gott, hier ist das gute Anti-Schuppen-Shampoo für 7,95 von Logona. Was ist das Logona? Das ist eine Firma aus Salzhemmendorf und steht auch für Naturkosmetik. Aber darf ich Ihnen mal was ganz Besonderes zeigen? Ja, zeigen Sie. Das ist die Firma Rosenrot. Die stellt Deos und Shampoos in Bitform dar. Das ist wie eine Seife. Echt? Und der wird einfach auf der feuchten Kopfhaut einfach so 2-3 Runden einmassiert. Sensationell. Und hält wahrscheinlich ewig, oder? Hält länger wie 2 Flaschen Shampoo. Länger wie 2 Flaschen. Was alles gibt. Deo, ganz toll. Sagen Sie mal, ich könnte doch theoretisch, ob ich jetzt in Urlaub fahre oder einfach mal 2 Wochen zu Ihnen kommen und mal alles mal kennenlerne. Gibt es Leute, die jede Woche mal hier sind, mal gucken wollen, was es Neues gibt? Ja, auf jeden Fall. Kommen ganz viele rein. Oder einfach nur, wenn Sie ein bisschen Zeit haben, in der Stadt sind, kommen Sie durch, spazieren durch. Der Mann setzt sich hier vorne auf unsere Ruhebank und die Dame geht einfach durchspazieren und guckt, was sie Neues entdecken kann. Das heißt, Sie sind aber auch nicht genervt, wenn da Fragen kommen? Nein, gar nicht. Ganz suggestiv, natürlich sind Sie nicht genervt, aber... Ganz und gar nicht. Wir freuen uns ja, wenn der Kunde auf uns zukommt und von uns was wissen will. Oder nachher sich bedankt und sagt, danke für die gute Beratung. Und das ist echt ein Deo hier? Das ist ein Deo, genau. Wie funktioniert das? Dann nehmen Sie einfach mal ein bisschen raus. Nimmt man nach und es gibt ja unterschiedliche Duftrichtungen, nimmt man einfach nur eine ganz kleine Menge, verreibt es unter den Achseln und fertig. Wunderbar. Das funktioniert wie? Perfekt. Empfehle ich vor allen Dingen bei vielen, die auch schon in der Krebstherapie sind, die speziell Angst haben vor herkömmlichen Deos und die sind total begeistert davon. Ich persönlich finde es sensationell. Frau Schmidt, ich lerne bei jedem Dreh bei Ihnen dazu. Das ist echt übel. Das ist doch schön. Sie kommen doch einmal noch zu uns arbeiten. Ja, ich denke mal, so nach dem 10. Video mache ich das auf jeden Fall. Aber Sie haben auch, das sind ja tolle Handschuhe hier. Ja, schön kuschelig warm aus Wolle. Fausthandschuhe gibt es in dem Dunklen, in dem Hellen oder hier so ein bisschen meliert. Einfach toll und kuschelig warm, wie unsere Wollstiefel. Oh, Wollstiefel. Ja. Also für die Leute, die immer kalt haben. Die immer kalte Füße haben oder Ältere, die sich nicht mal so viel bewegen. Perfekt. Ich könnte den, also das Schlimme ist ja, wir haben ja jetzt in Neunkirchen schon über eine Stunde gedreht und wir haben ja gar nichts gezeigt. Ja, man kann also locker hier mal 1-2 Stunden durchschlendern. Ja, haben wir auch viel. Wir haben oftmals eine Kundin, die sich eine halbe Stunde aufhält und die also auch wirklich auch jede Woche kommt. Da sind natürlich entsprechende Tester, man kann alles riechen. Sie dürfen schnuppern, genau. Auch bei den Kosmetiken dürfen sie fühlen, das ist ja ganz wichtig. Genau, wir drehen heute an einem Mittwoch. Bisschen ruhiger, ich nehme an, am Wochenende, da geht es ziemlich ab hier. Außerdem haben wir das Wetter ist voll am Regnen, ja. Ich habe es also eben nicht so optimal, gezeigt, gezeigt direkt am Anfang, wo wir draußen sind. Also heute ist ein richtiger Regentag, so richtig uselig. Halt. Ja. Novemberwetter, wie ich finde, typisches Novemberwetter, ja.
Ja, aber nicht nur Deos, sondern ihr habt natürlich ganz viele Sachen, die man auch verzehren kann. Ja, ganz tolle, leckere Sachen, ja. Gummibärchen. Gummibärchen, Lakritze. Ganz tolle Gummibärchen, gesunde Gummibärchen, wie ich immer sage, die nicht nur von Zucker so strotzen, sondern wirklich auch mit Fruchtsäften gesüßt sind. Genau, ich hätte zum Beispiel eine gute Idee, das passiert wahrscheinlich ab und zu mal, dass jemand kommt und sagt, ich hätte gerne mal einen Geschenkkorb mit Sachen, die es nicht überall gibt. Ja, machen wir immer gerne. Individuell, nachdem fragen wir nach, was der Beschenkte gerne mag und dann packen wir das nach allen Wünschen. Und verpacken es. Also ist ja so, dass die Firma Riegel in Bonn, Hans Riegel in Bonn, ja tolle Produkte macht, Haribo. Aber ja. Ich sag mal, wenn man mal was ganz Außergewöhnliches verschenken möchte, ja. Dann kann man gerne zu uns kommen und wir haben ganz tolle Tipps und haben auch bis jetzt immer nur gute Resonanz bekommen. Okay, super. Ja. Salui, das heißt, Sie wohnen noch hier in der Nähe? Oder? Ich wohne in Buß, ja, gar nicht weit weg. In 10 Minuten bin ich hier. Da, wo früher mal der Ikea war. Ganz genau, wo früher der Ikea war. So ist das, ja. So, frische Lebensmittel haben Sie auch? Frische Lebensmittel haben wir auch. Bekommen wir auch aus Salui, Liesdorf. Genau. Die Firma Denis beliefert uns damit. Fleisch? Fleisch nicht, aber Wurstwaren vom Martinshof. Ah, vom guten Martinshof? Ja, ganz genau. Haben wir seit Anfang des Jahres. Das ist jetzt vegan, rechts nehme ich an. Das ist das Vegane, jawohl. Und da hier ist dann die richtige Wurst, wie der Saarländer sagt. Die richtig gut Liona. Genau, nämlich eine der absolut besten Lioner, die man kaufen kann für Geld, kommt vom Martinshof. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, wir erweitern immer so saisonal, zum Beispiel jetzt mit Leberknödel, Pudding, wie der Saarländer so gerne mag. Ja. Super. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Uhr, 11 Minuten. Ich würde sagen, wir haben noch 5-6 Minuten. Wir machen kurz locker mal einen Rundgang, dass wir den Leuten mal zeigen, wie jetzt Salui aussieht im kleinen Markt, das Reformhaus Escher erstrahlt im neuen Glanz. Wie war das, als Sie hier eingezogen sind? Vor wann war das? Das war im Februar letzten Jahres. War toll, oder? Wir waren total aufgeregt, ja. Aber drumherum war ja noch Baustelle. Aber wir haben es total auf. Also ich habe mich riesig auf den neuen Laden gefreut und fühle mich jetzt immer noch, ist mein zweites Zuhause. Ja, ist ja klar, wenn man hier die Sachen kennt und man ist jeden Tag mit den Kollegen. Genau. Ich habe die auch kennengelernt, als ich eben kurz kam. Die hat dann gemeint, ach, Sie filmen hier alles alleine und so weiter. Ich kenne mich auch ein bisschen aus. Und dann, aber da war direkt ein Strahlen, ein Lachen bei den Kollegen dabei. Ja, also man kann wirklich sagen, die Leute, die gehen hier nicht zum Lachen in den Keller, oder? Nee, auf keinen Fall. Wir sind hier auch immer gut drauf. Und ich glaube, jede Kollegin kommt auch gerne hier zum Arbeiten. Genau, so soll es sein. Wir haben gleich für Ihre Beweglichkeit steht hier. Die Aminosäure, die L-Prolinax, ist was ganz Tolles. Das sind Sticks. Da nimmt man morgens und abends einen Stick in eine kalte Flüssigkeit. Hilft wunderbar bei Bewegungsschmerz. Mein Mann nimmt es zum Beispiel toll für seine Hüftarthrose. Der ist der Vorname, wie heißt er? Jürgen. Der Jürgen nimmt das für die Hüftarthrose. Ja, wirklich, genau. Und ist total begeistert. Auf der rechten Seite auch hier ein. Also die habe ich ja schon länger, aber so beim Fahrrad. Alter gehört es dazu. Da muss man einfach dazu 50. Stehen. So ist es. Also Sie haben auch Kräuterblut. Was ist das? Kräuterblut, das ist ein Floradix, ein Eisenextrakt. Gibt es auch für Sportler, ein bisschen mehr Eisen, dass man leistungsfähiger ist, dass die Regenerationsphase auch kürzer ist. Dann auch für Kinder gibt es das Floradix. Das Vegane, das dürfen wir nicht vergessen, die Nachfrage wird ja auch immer größer für die veganen Produkte. Und ja, da haben wir also ein schönes Sortiment. So, dann gibt es auch Brot, wie ich sehe. Brot gibt es von der Bäckerei Schales aus Völklingen. Jawohl. Genau, das ist auch nicht das Schlechteste, was ich gehört habe. Das ist eins der besten. Käse haben wir auch von der Hirztaler Käserei aus dem Saarland. Okay. Ja, also wir sind so... Sie wissen, dass ich noch... Ich habe gerade eben kurz was gegessen. Ja. Ja, aber Sie sind ja noch nicht gesättigt, ne? Wenn Sie so lieb sind, mal kurz hier anheben, für die Kamera. Ja. Da sind so kleine Leckereien, die habt ihr jetzt nicht extra vor, die stehen Beispiel immer hier, ne? Das Schmalztöpfchen, vegetarisch. Oh, da darf ich mal eins probieren? Schmeckt aber wirklich... Wenn Sie mir eins mal im Mund geben, ich habe beide gerne. Hände voll. Ja. Ah, ah. Mh. Schmeckt doch echt wie richtig, jetzt ehrlich. Ach, das ist vegetarisch? Ja. Echt? Ja, ehrlich, vegetarisch, aber schmeckt doch wie echt. Also ich kredenze es meinen Gästen zu Hause auch und sage nicht, dass es vegetarisch ist. Und die sind alle total begeistert. Da ist es für 2,69 ein... 2,69 das kleine und das große Glas für 3,49 jetzt in unserer Aktion. Jawohl. Super. Hier ist... Die ist schon sehr stark geplündert, unsere Brottheke.
die Kaffeeteilchen. Ach so, ist es nachmittags. Genau, ja. Genau, die ist morgens so bis 12 Uhr. Rappelvoll. Genau, ist das dann schön voll. Die ist auch schon sehr geplündert, richtig. Ja, ist nicht schlimm. Wir sind ja ganz ehrlich hier und sagen, wir drehen jetzt hier kurz vor drei, ja, und da ist natürlich, da darf's, muss es ja auch langsam weg. Sollte es so sein, ne? Wenn jetzt noch alles voll wäre, wäre nicht so gut. Ja. So, jetzt dürfen Sie noch ein bisschen Werbung machen für Ihren tollen Laden. Es gibt ja unglaublich viele Reformhäuser, Escher. Ja. Im Saarland, aber Sie sind jetzt hier in Saarlouis. Ja, wir sind in Saarlouis. Wir haben ein ganz tolles Team und freuen uns über jeden Kunden, der auch hier in die Richtung kommt. Wir haben auch verschiedene Kunden, die sogar aus St. Wendel oder so, aus dem nördlichen Saarland hierher kommen. Und ja, eigentlich jeder Kunde kommt immer wieder gerne zu uns. Genau, damit ich nicht vor verschlossener Tür stehe, von Mann bis Mann sind Sie auch? Wir haben die Woche über, also von Montag bis Freitag, von 9 bis 19 Uhr geöffnet und samstags von 9 bis 18 Uhr sind wir für unsere Kunden da. Wollen Sie Ihren Vornamen noch mal kurz? Verena. Verena, ich hatte es auf der Zunge, aber ich wollte, die Frau Verena Schmidt mit Doppel-T, Sie sind die Filialleitung hier? Richtig, jawohl, bin ich. Sind gelernte Drogistin. Richtig, genau. Wir haben noch die, in der Drogerie gelernt. Die gibt es ja schon gar nicht mehr, so die alten Drogerien, wie es sie früher gab. Und unser Beruf, sage ich jetzt mal, als Drogisten, die sind ja auch beim Aussterben praktisch schon. Haben selbst auch Kinder? Habe selbst Kinder, ein Sohn und eine Tochter. Sohn und eine Tochter, sind also sachverständig, was auch die Erziehung angeht. Ja, ja, denke ich, aber beide schon erwachsen mittlerweile und ja. Genau, super. Die habe ich aber auch schon ein bisschen infiziert mit den Sachen aus dem Reformhaus. Ich habe es befürchtet, ja. Ja, aber nicht negativ, also die nehmen das immer sehr gerne an. So, ich zeige es mal gerade. Also, wir gehen nochmal kurz raus. Sie haben einen neuen Nachbarn. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Symbiose, die Sie haben, die Firma Rossmann, die hier ist. Da kommen natürlich viele neue Kunden. Da kommen neue Kunden, die einfach neugierig sind und die stecken auch mal den Kopf dann bei uns rein, spazieren einfach mal bei uns durch. Und das ist für uns natürlich sehr positiv. Sagt Verena Schmidt vom Reformhaus Escher Vitanova in Saarlouis in der Galerie Kleiner Markt. Vielen Dank, Frau Schmidt. Dankeschön. Sehr gerne.